Willkommen zu einer kurzen Vortragsreihe zur Biologie ausgewählter Orchideen in der Eifel. Diese Vortragsreihe gehört zu einem Modul, das nennt sich Biologie der Pflanzen und findet an der Universität Vechta statt. Dieses Modul umfasst zwei Seminare, einerseits das Seminar vor Ort, Biologie der Pflanzen, und andererseits eine mehrtägige Exkursion in die Kalkeifel. In der Kalkeifel finden wir viele, vor allem im Juni, wenn wir dahin fahren, viele dieser wunderschönen Gesellen. Das alles sind Orchideen, die ich im Laufe dieser Vortragsreihe auch im Einzelnen besprechen werde. Nicht alle von denen, aber viele. Und der Schwerpunkt ist deshalb auch die Orchideen, auch der Exkursion, auch der entsprechenden Prüfung. Es gibt fünf Filme. Der erste Film behandelt mehr die allgemeinen Dinge, die aber sehr wichtig sind. Und ich fange an mit drei Vorbemerkungen. Das erste ist, was bedeutet Biologie? Biologie der Pflanzen ist im Grunde ein Synonym für Ökologie. Bei der Ökologie hat man zwei Betrachtungsweisen, die prinzipiell möglich sind. Das eine ist die Synökologie. Man betrachtet also eine solche Kalkmagerrasen oder eine Kalkmagerwiese und schaut sich die verschiedenen biotischen, abiotischen Faktoren an und bekommt zu einer Gesamtbewertung. Die Autökologie ist eher das Spezielle. Die betrachtet eine Pflanze und betrachtet die Pflanze mit ihrer Lebensweise. Wie lebt sie? Welche Organisation hat sie? Und das ist dann das, was man eben früher unter Biologie verstanden hat. Also die Biologie einzelner Spezies. Ich halte diese Betrachtungsweise für essentiell, weil nur dann, wenn man die einzelnen speziellen Organismen zum Teil zumindest sehr genau kennt, weiß man auch deren Vernetzungen und wie die zusammenspielen zu einem großen Ganzen. Darum werden wir uns zunächst eher mit der Autökologie beschäftigen. Um das zu verdeutlichen, habe ich eben den Begriff Biologie der Pflanzen benutzt. Die zweite Vorbemerkung ist, dass dieses Modul und entsprechend auch die Filmreihe fachliche Voraussetzungen hat. Das ist vor allem für Personen, die sich solche Filme aus Spaß anschauen, sehr wichtig, weil ich natürlich manche Sachen voraussetze. Und hier ist das Grund, die Grundlage das Modul BIP003. Das gibt es auch in dem YouTube-Channel hier unter dem Begriff Diversität der Pflanzen. Da habe ich eine Playlist eingerichtet. Die ist ja jedes Jahr von Bedeutung. Also hier werden manchmal eben Bezüge hergestellt. Da müsste man gegebenenfalls nochmal nachschauen, falls man die Dinge noch nicht gehört oder vielleicht vergessen hat. Die dritte Vorbemerkung sind die Ziele des Moduls. Nun haben die viele Ziele, ich habe das mal zusammengefasst, erleben, verstehen, wertschätzen. Klingt ein bisschen pädagogisch wertvoll, gebe ich zu, aber trifft es dann doch recht gut. Wir erleben in der Exkursion und in den vorherigen Seminaren natürlich ein vertieftes Wissen zum Bau und zur Funktion von Pflanzen. Welche Anpassungen haben die, werde ich Ihnen gleich noch genauer erklären. Wenn man dieses Verständnis einzelner autökologischer Phänomene hat, kommt man dazu, das in den Vegetationseinheiten reinzusetzen und dann zu überlegen, ist die Vegetationseinheit so in Ordnung, was könnte besser, was könnte schlechter sein. Man fängt also an, über Vegetationseinheiten nachzudenken, indem man dann einen Blick richtet auf spezielle Organismen und schaut, haben sie ja gut oder haben sie nicht gut und so ähnliches mehr. Und der dritte wichtige Punkt, den wir natürlich auch vor allen Dingen auf der Exkursion machen werden, ist, jedes Modul ist ja ein Bestandteil einer beruflichen Ausbildung. Viele von Ihnen wollen Lehrerinnen werden oder vielleicht Wissenschaftlerinnen oder in der Verwaltung arbeiten. Und entsprechend muss man immer überlegen, was brauche ich für meinen Beruf und was ist Background, was ich ebenfalls brauche, um meinen Beruf zu verstehen und entsprechend ausüben zu können. Und das zu reflektieren, das einschätzen zu können, das ist ein wesentlicher Punkt, der auch so ein solches Modul, ein solches Exkursionsmodul natürlich beinhalten muss. Das natürlich nicht in der Filmreihe, aber hier einfach zur Erläuterung für die Studierenden, die dieses Modul auch machen. Fangen wir mal mit dem Schwerpunkt Orchideen. Es ist weltweit eine der größten Familien. Dies sind die fünf größten Familien, die wir so haben. Asteraceae, Fabaceae, Poaceae kennen Sie bereits. Rubiaceae werden wir kurz kennenlernen. Orchideen werde ich heute sehr genau machen. Sollten Sie bei Asteraceae, Fabaceae und Poaceae nicht mehr auf dem neuesten Stand sein,
Das ist natürlich, ich sag mal so, fast Grundrauschen. Also hier bitte dann nochmal die Vorlesungen 14, 17 und 21 kurz anschauen, damit man sein Gedächtnis wieder auffrischt. Gut, damit kommen wir zu den Unterfamilien der Orchideen. Die bitte nicht auswendig lernen, die sind nur wichtig, damit man ein Stück weit weiß, welche von diesen kommen bei uns vor und man auch weiß, dass nur diese jetzt hier in der Vortragsreihe besprochen werden. Insgesamt kommen Orchideen weltweit vor und Sie sehen, Eurasien sind mit 40 bis 60 Gattungen nicht ganz so stark vertreten, während Mittel-, Südamerika oder tropisches Asien sehr, sehr stark mit Orchideen vertreten ist. In Deutschland kommen diese drei Unterfamilien vor und diese eine hier, die Cypripedioidae, das sind solche Sachen wie der Frauenschuh, eine wunderschöne Pflanze, die gibt es in der Eifel aber nicht und darum fällt die hier aus unserer Betrachtung auch noch raus. Die haben vom Bau einige spezielle Besonderheiten, aber wir werden uns dann eben auf diese beiden Unterfamilien beschränken, Epidendroidae und Orchidoidae. Auch da nicht weiter unterteilt, sondern einfach nur, dass wir uns nur auf diese beiden Unterfamilien beschränken. Die haben ein paar Gemeinsamkeiten, die werde ich Ihnen später beim Bau der Blüte genauer erklären. Bau der Blüte ist ein ganz wichtiges Thema und davor muss ich Ihnen sagen, dass Orchideen zu den einkeimblättrigen Pflanzen gehören, zu den Monokotylen und da sollte man natürlich einige grundlegende Dinge auch schon wissen. Zum Beispiel, was sind die Merkmale monokotyler Pflanze? Hatten wir in der Vorlesung über Monokotyle auch entsprechend besprochen. Das war die 13. Vorlesung. Also, parallelnervige Laubblätter und dreizählige Blüten sind die Charakteristika für monokotyle Pflanzen. Jedenfalls solche, die man vor Ort direkt erkennen kann. Als andere, so Leitblüten im Querschnitt zerstreut angeordnet, ist nicht immer so ganz leicht zu sehen. Die Blütenform, das Blütendiagramm, fangen wir mit dem Blütendiagramm an. Auch das ist wesentlich, weil wir später die Orchideenblüte ja von diesem typischen monokotylen Blüte ableiten müssen. Und wir haben drei äußere Perigonblätter, drei innere Perigonblätter, drei äußere Staubblätter, drei innere Staubblätter und einen dreigeteilten Zönosynkarpen Fruchtknoten. Die Abstammungsachse und das Tragblatt sehen Sie hier entsprechend auch. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, in der Blütenformel: Perigon 3 plus 3, Androtium 3 plus 3, Gynoecium 3. Und hier den oberständigen Fruchtknoten und die radiäre Symmetrie. Das ist das Grundschema von Monokotylen. Und dieses Grundschema wird natürlich in den einzelnen Familien abgeleitet oder bekommt andere Schwerpunkte. Zeige ich Ihnen mal als kleine Beispiele hier eine Iris. Iridaceae, hier sehen Sie eine Reduktion, diese drei Kreuze bedeuten eine Reduktion des Androtheums. Hier der innere Staubblattkreis ist ausgefallen, das heißt, wir haben nur noch drei statt sechs Staubblätter. Und in der Blütenformel sieht man zusätzlich noch, dass das Gynoeceum jetzt hier unterständig ist, der Fruchtknoten ist unterständig. Auch das ist schon mal wichtig als Vorausschau für die Orchideen, da ist das nämlich genauso. Dann haben wir natürlich noch die Poaceae, eine sehr wichtige Familie innerhalb der Monokotyle, mit einem sehr stark abgeleiteten Blütendiagramm und einer sehr stark abgeleiteten Blütenformel. Die Dreizähligkeit wird eigentlich nur deutlich hier im Androtheum mit drei Staubblättern statt sechs, aber immerhin noch drei. Alles andere ist doch schon sehr stark reduziert. Ich hatte das erklärt mit dem empirischen und theoretischen Blütendiagramm im Rahmen der Vorlesung 13 bei Diversität der Pflanzen. Hier bitte auch wieder ein Stück weit das Wissen auffrischen. Die Blüte ist nämlich deshalb so besonders, darum habe ich auch da nochmal so ein Stück weit jetzt hier wiederholt, weil der Bau der Blüte ist das wesentlichste Kennzeichen der Orchideen. Hier sieht man eine typische Blüte, eine Phalaenopsis aus Asien, die kennen Sie alle aus den Fensterbänken und das werden wir im zweiten Film intensiv besprechen, was das hier für besondere Strukturen sind. Wenn wir die Orchideen gut besprochen haben, dann kommen wir irgendwann zu den Lebensräumen der Eifel. Es gibt eben die Magerrasen, sehr beliebter Lebensraum. Dann gibt es hier ein Quellenmoor
oder aber es gibt im Waldbereich typische Orchideen. Das werden wir besprechen im dritten Film Lebensräume der Orchideen. Hier merken Sie auch schon, dass wir von den Orchideen unseren Blick weiten auf die Lebensräume und dadurch, weil wir die Orchideen verstehen und natürlich auch ein paar andere interessante Pflanzen, fangen wir an, ein Biotop auch in seinen Wechselwirkungen zu verstehen. Aber das werden wir dann vor Ort auch entsprechend sehen können. Dann gibt es eine Reihe bemerkenswerter Anpassungen bei Orchideen. Die bemerkenswertesten sind vermutlich hier an die Bestäubung. Hier sehen Sie eine wunderschöne Orchidee, die ich näher besprechen werde in dem vierten Film Anpassung an die Bestäubung. Und dann gibt es Anpassungen an die Lebensweise. Hier habe ich mal das Glück bekommen von Diotia als Bild, so als Marker gesetzt. Und diese Dinge, die Lebensweise, die werden wir im fünften Film Anpassung an die Lebensweise näher besprechen. Diese fünf Filme sind dann quasi unser Inhaltsverzeichnis dieser kurzen Vortragsreihe, also der Bau der Blüte, die Lebensräume, die Anpassung an die Bestäubung und Anpassung an die Lebensweise. In diesem Sinne sage ich an dieser Stelle zunächst mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.